Ignaz, du verkaufst gentechnikfreies Futtermittel an Milchbauern. Wie schaut die aktuelle Lage auf dem europäischen Markt aus? Ja, wir haben halt einen sehr großen Engpass an gentechnikfreiem Soja. Da in den Überseeländern, also den Hauptanbauländern von Soja, also von Soja-Extraktionsquote als Eiweißträger für sowohl Mastbereich als auch Milcherzeugung oder Legehennenbereich. Durch das, dass sehr viel Gentechnik angebaut wird auf diesen Flächen, kaum mehr gentechnikfreie Ware auf dem Markt und vor allem keine Ware, die garantiert gentechnikfrei ist. Durch das wird der Preisunterschied zwischen gentechnikfreiem Futter und konventionellen, mit Gentechnik durchsetzten Futter immer größer und die Bauern haben das Problem, dass sie diesen Preisunterschied hart ausgleichen können, weil sie eigentlich von der Molkerei oder sprich vom Verbraucher momentan noch nicht mehr bezahlt kriegen für gentechnikfreie Ware. Okay, aber die Bauern würden lieber gentechnikfreie Milch produzieren wie Genmilch. Definitiv. Die Bauern haben ein sehr hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein für ihre Fläche und für ihre Tiere und sind sich der Problematik der Gentechnikverwendung durchaus bewusst, haben aber das Problem, dass einfach die Menge auf dem Markt fast nicht mehr verfügbar ist, weil zu viel Gentechnik schon angebaut wird. Okay, was ist deine persönliche Forderung an die bayerische Landesregierung? Was muss sich ändern im Bereich Sojaanbau? Zum einen vor allem sich vielleicht an den österreichischen Verhältnissen orientieren, wo schon die Versorgung mit Eiweißfuttermitteln besser sichergestellt ist und die Kontrollen zu erhöhen auf Gentechnik, Verunreinigungen auch bei Gentechnik Futter und gleichzeitig eben forcieren, einheimisches Eiweiß bzw. auch Sojaprodukte zu fördern.